Liebe Leute und herzlich willkommen zu einer Folge von Animal Crossing New Horizons. Es ist bald Halloween und ich wollte euch jetzt mal Melinda zeigen, weil die hat jetzt so einen Halloween-Hut auf. Das hatte sie, glaube ich, vorher nicht. Und ist das da ein Whiskyglas neben mir? Ist mir davor auch noch nie aufgefallen. In 2 Tagen ist ja leider schon Halloween. Ich habe leider noch gar nicht so viel gemacht, was ich machen wollte. Also klar, wir haben unsere Kürbisfarm da aufgebaut. Und ich habe auch schon ganz viele Kürbisse gefarmt. Also da habe ich wirklich richtig viele. Und wir haben auch den Friedhof gebaut, aber irgendwie fehlt trotzdem noch was. Und ich habe schon gesehen, einige von euch haben mir was geschickt. Eventuell sind das die Boxen, um die ich euch gebeten hatte. Und die Silke hat auch irgendwas geschrieben. Hä? Bin das nur ich, Herr D? Das mag seltsam sein. Doch wenn ich Schnapszahlen sehe, spricht mich das an. Zeigt zum Beispiel meine Uhr gerade genau 11.11 Uhr, fühlt es sich an, als wolle mir das etwas sagen. Deine seltsame Silke. Nein, bist nicht nur du, Silke. So, den Rest lassen wir mal da drin. Habe ich früher auch immer. Ich fand das immer ganz toll, wenn es dann 1.01 Uhr war oder 2.02 Uhr, 11.11 Uhr, 13.13 Uhr. Das waren richtig tolle Zeiten. Karton, Karton. Und da ist bestimmt auch ein Karton drin. Nee, den Mondflügelrucksack. Habe ich leider schon. Ah, die hat mir, glaube ich, Medusa geschickt in schwarz. Mist. Der Typ war leider auch schon bei mir und deswegen hatte ich die jetzt schon. Guck mal, ich habe die... Ah, nee, in schwarz habe ich sie nicht. Ich habe sie noch in orange. Oh, orange ist natürlich auch hübsch. Okay, danke Medusa, danke an die beiden anderen. 2 Kartons. Geil. Können wir doch gleich mal bei unserer Kürbisfarm ablegen. Ist übrigens heute ein bisschen später, aber finde ich gar nicht so schlecht. Dann sehen wir mal die City auch im Dunkeln. Das seht ihr ja sonst nie irgendwie in den Videos. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, was das für Kissen sind. Wir haben einmal Orangen, okay. Orangen war hier unten. Zack, einmal austauschen. Und der andere Karton ist... Kirschen. Kirschen hatte ich leider schon. Trotzdem danke, wer auch immer das geschickt hatte. Also entweder Jay oder Nicole. Na egal, packen wir die daneben. Ist jetzt auch nicht so schlimm, dann ist das hier ein bisschen unsynchroner. Finde ich gar nicht so schlecht. Hier vorne, das wusste ich zum Beispiel auch nicht, kann man nichts pflanzen, weil das anscheinend für den Eingang für das Haus ist. Achso, das Haus ist jetzt auch da, das kanntet ihr, glaube ich, auch noch nicht. Da hinten ist auch der Hausbewohner. Wir können ihn aber fragen, wie er seine neue Bleibe so findet. Ne, Carsten? Oh, wenn das nicht easy ist. Unsere Wege haben sich ja lange nicht mehr gekreuzt. Ich hatte mich schon gefragt, ob du im Geheimen an einer neuen Starkarriere arbeitest. Echt? Habe ich dich so lange nicht angesprochen? Ich habe gerade was gehört. Oh, Moment, warte, ich wollte nur Hallo sagen. Geh mal weg, Carsten. Junge, Carsten, guck in den Himmel und wisch dir Sachen. Himmel auf Wisch bestellt auf jeden Fall. Ah, jetzt kommt keine mehr, oder was? Gerade 2 Sternstuppen gehört. Jetzt wollen sie nicht mehr. Na gut, guck mal, Carsten, ich hab was für dich. Wie wär's zum Beispiel mit ein paar Lochsocken? Die sind doch bestimmt genau das Richtige für dich, oder? Du trägst keine Socken? Das ist natürlich doof. Man scheint mag es doch. Er hat sie zum Fressen gerne. Schön, Carsten. Schön, dass du dich freust. Und weil es schon so spät ist, werde ich jetzt schon in die Modeschneiderei gehen, weil um 21 Uhr schließt die ja, glaube ich, nicht wahr? Oh, heute leider wieder nur ein Zauberhut. Aber ein anderer Zauberhut. Guck mal, der ist gestreift. Wow. Das wäre die kleine Hexe mit Orangen in die Mondflügeln und einem Katzenface. Miau, miau, miau. Guck mal, sie hat jetzt auch so Dämonenhörner auf. Die verkleiden sich hier alle schon. Das ist ja mega cool. Da bin ich gespannt, wie die Nooks aussehen. Ja, die haben sich auch verkleidet. Süß, guck mal. Was sind, also das, sind das... Lol, die wackeln sogar. Guckt euch das an, wenn die hinterherlaufen und dann stehen bleiben. Dann wackeln die einmal so kurz. Wie süß ist das denn? Und wie gut passt das bitte, dass der Heinz gerade hier ist? Eine weiße Kürbisvogelscheuche, das ist auch sehr hübsch. Nehme ich alles mit. Danke, 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 danke. Ich habe übrigens keine Sterni-Probleme mehr. Ich habe mich ja die letzten Tage aber beschwert bei den letzten Aufnahmen. Habe ich jetzt nicht mehr. Oh, das Ding ist hübsch. Denn 19.000. Ich habe mir Rüben gekauft. Sorry, Heinz, wolltest du das haben? Ich habe mir Rüben gekauft. Und für teuer verkauft bei der Nicole. Da auch nochmal danke an die Nicole. Heißt, ich habe jetzt erstmal wieder ein paar Millionen, dass das passt. Na du, Heinz, guck mal hier, ich habe was für dich. Wie wär's mit einem schönen Duftspender für dein Haus? Aha, dein Geschenk war der totale Kracher. Kein Lattenkracher, sondern ein knallharter Schuss in den Winkel. Damit bringe ich meine Bude auf Hochglanzhäschen. Wie ihr sagt, Häschen. Das ist ja belastend. Und wir kriegen einen Herbstkurzmantel. Den habe ich, glaube ich, tatsächlich noch nicht. So, das Einzige, was mir vielleicht fehlen könnte am Ende des Monats, sind Bonbons. Ich glaube, ich habe so 20. Ich hätte ja rein theoretisch allein von meiner Insel mindestens 31 haben können. Eigentlich noch mehr, wenn ich doppelte DIYs bekomme. Aber ja, ich hab nur so 20. Und das, obwohl ich bei anderen auch schon Bonbons eingekauft habe. Hoffentlich langen die dann trotzdem für Halloween. Nicht, dass die mein Haus dann mit Eiern bewerfen oder so. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, apropos Halloween, Leute. Macht ihr was an Halloween? Verkleidet ihr euch? Holt ihr euch Süßigkeiten?
Ich bin leider ein bisschen zu alt dafür. Also verkleiden könnte ich mich schon noch, aber Süßigkeiten holen wird, glaube ich, ein bisschen komisch sein. Früher bei Halloween hat meine Mutter auch immer Gedichte geschrieben. Und dann hat man auch mehr, also das durften wir dann immer aufsagen in unseren Kostümen, und hat man auch mehr Süßigkeiten bekommen, weil die das toll fanden. Irgendwann, als ich dann größer war und wir das ein bisschen doof fanden, so ein Gedicht zu lernen, weil wir das jedes Jahr lernen mussten, haben wir das ein Jahr nicht gemacht. Haben nur gesagt, süß oder saures, wie das halt jeder normale Typ auch macht. Und dann hat die Mutter, die da war und uns Süßigkeiten geben sollte, auch gleich gesagt, ach komm, ihr seid so groß, das hättet ihr ja schon besser machen können. Dann haben wir uns so schlecht gefühlt, dass wir wieder nach Hause gelaufen sind, das Gedicht auswendig gelernt haben und sind dann sogar nochmal zu ihr hin, damit wir ihr das vortragen, damit sie sieht, dass wir nicht so verkackte Kinder sind. Ach ja, Leute, was macht ihr an Halloween? Sagt mal Bescheid. Oh, guck mal, hier sieht's auch anders aus. Wir haben hier Kürbisse vom Rathaus. Kann man leider nicht ausmachen. Und hier steht wahrscheinlich, dass bald Halloween ist. Wie mancher vielleicht schon weiß, hat am 5. November der Lupo Geburtstag. Das ist ja toll. Und eine große Halloween-Party am 31. Ab 17 Uhr. Gucken wir uns natürlich auch an. Und was willst du heute von mir, Minna? Ein komplettes Outfit mit Partykleidung will sie haben. Okay, das kriegen wir hin. Und was gibt sie uns dafür? Ein Prinzenhemd. Okay, ich glaube, ein Prinzenhemd habe ich sogar schon. Was hat denn ein Prinzenhemd mit Party zu tun? Meint ihr so eine Halloween-Party? Okay, das kriegen wir aber hin. Oh, okay, das Prinzenhemd sieht doch anders aus, als ich dachte. Ich dachte, Prinzenhemd wäre hier sowas, aber das ist eine Adelsrobe. Die hat uns so ein ziemlich weißes Prinzenhemd gegeben. Aber ein Hexenhut passt nicht zu einem Prinzen. Zu einem Prinzen passt vielmehr eine Bastelkrone. Ja, ja. Oder so ein kleiner Zylinder. Ich finde die Krone super süß. Ja, ja, komm. Oder? Ja, komm, wir gehen mit der Krone. Accessoire muss ja eigentlich, wenn man Prinz ist, irgendwie so ein Schnauzer sein. Oder ein Monokel. Oh, man kann einfach beides machen. Ja, moin, auf jeden Fall. So, viele Socken habe ich nicht. Nehmen wir die, die nicht kaputt sind. Und an Stiefeln auch irgendwas Schickes. Hier, solche paar Spitzstiefelchen sind doch hübsch. So, das ist mein Outfit of the Day. Für die gute Minna. Hier. Das ist mein Party-Outfit. Wie findest du es? Ach so ist das. Wunderbar. Auf den ersten Blick ein Volltreffer. Das sieht auch ein Laie sofort, dass es sich um Partykleidung handelt. Was wohl bedeutet, dass ich mir von deinem Modegespür etwas abgucken sollte. Ich danke dir. Gut, haben wir das aber schon mal gemacht. Aki, wie geht's dir so? Dich habe ich, glaube ich, auch lange nicht gesprochen. Hey, ich möchte die Leute der Insel besser kennenlernen, wie zum Beispiel dich, Häschen. Oh, sie sagt auch Häschen. Wieso haben die das alle? Ich weiß, dass einige Disselchen sagen oder Dusselchen, aber wieso sagen die denn Häschen? Ekelhaft, warum die das her? Egal. Über welches Thema könnten wir denn schnacken? Ah, mir ist gerade was eingefallen, Häschen. Du magst doch sicher Musik, oder? Was denn für welche? Na komm, schmuck's aus, Häschen. Wo ich gerade die Judy da hinten höre. K-Pop von Judy. Also ich höre jetzt nicht den ganzen Tag K-Pop, aber K-Pop ist schon ganz cool. Ja, ja. Okay, K-Pop, wenn ich das beim Training pushe, dann ist es genau das Richtige. Ja, ja. Nicht aufhören. Ach, Judy, wie geht's dir denn heute? Oh, gerade sah ich meine liebe Euphemia. Ob sie wohl hier ist, die Sterne an unseren Himmelszelt zu betrachten? Liegt es an mir? Oder leuchtet die Gestirne tatsächlich ein wenig heller in den nächsten ihrer Anwesenheit? Nächten. In den Nächten. Euphemia ist hier. Jetzt echt? Ich habe Euphemia und Minna? Das ist ja krass. Und hier ist meine Party-Lounge. Muss ich auch irgendwann nochmal abreißen, leider. Aber heute erstmal nicht. Suchen wir Euphemia. Ja, ja, hallo, ich bin da. Rudolf. Ich bin gerade auf eine Idee besser gelaunt als sonst, deshalb bringe ich dir eine Emotion bei. Apropos Idee, das ist jetzt mal eine echte Inspiration. Nein, echter Klassiker, oder nicht? Ja, ich kann jetzt die Idee. Ich habe die Emotion Inspiration gelernt. Heureka! Statt Resignation, jetzt Inspiration. Finde ich gut. Ja, die gefällt mir. Danke, Rudolf, aber ich muss trotzdem weiter Euphemia suchen. Ich bin die ganze Insel abgelaufen, aber ich finde sie irgendwie nicht. Dann machen wir das, was ich heute eigentlich machen wollte. Und zwar bauen wir hier erstmal alles ab. Ich brauche nämlich noch irgendwie einen Platz. Oh, hab ich überhaupt genug Platz? Also ein bisschen Platz habe ich. Ich werde auch einige von den DIYs verkaufen, die halt gar nichts wert sind, die so jeder hat. Die braucht ja nun wirklich gar keiner. Und dann habe ich mir überlegt, dass wir hier vorne
einen Platz hinbauen, wo wir dann Halloween feiern können, mehr oder weniger. Ich hoffe, das sieht gut aus und ich habe hier genug Platz, weiß ich leider nicht. Und eigentlich feiert man Halloween wahrscheinlich auch auf dem Rathaus. Aber ich hätte trotzdem gern so einen Platz, wo man dann, keine Ahnung, zumindest so Kürbissachen ausstellen kann. Oder selbst Kürbisse schnitzt oder sowas. Irgendwie so in die Art und Richtung wollte ich hier was hinbauen. Die Sache ist, hier sind leider sehr, sehr viele Pflanzen und Pflanzen stacken nicht. Heißt, ich muss jetzt erstmal sehr viel abreißen. Diese DIY-Kiste hier, die wir hier hingebaut haben, die werden wir dann auch irgendwann woanders nochmal hinbauen. Aber erstmal wird das jetzt alles abgerissen.